Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Heute zeige ich euch das Rezept für Schwarz-Weiß-Gebäck. Ich finde, Schwarz-Weiß-Gebäck darf in der Adventszeit nicht fehlen. Das gehört einfach dazu. Das ist wieder mit wenigen Zutaten ganz schnell gemacht. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt gleich. Wenn euch das Rezept gefällt, dann würde ich mich freuen über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Für das Schwarz-Weiß-Gebäck benötigen wir folgende Zutaten. 200 Gramm weiche Butter oder Margarine, 125 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 2 Eigelb, 300 Gramm Mehl, für den dunklen Teig 20 Gramm gesiebten Backkakao, ein Tütchen Vanillezucker, 2 Esslöffel Sahne und dann später zum Verzieren noch Kuvertüre. Zuerst stellen wir den hellen Teig her, dazu gebe ich alle Zutaten in eine Rührschüssel, die Butter, Zucker, Prise Salz, die 2 Eigelb, das verrühre ich dann jetzt schon mal mit den Knethaken des Mixers. Und jetzt gebe ich noch das Mehl dazu. Und den Rest verknete ich jetzt mit den Händen zu einem geschmeidigen Mürbeteig. Der Mürbeteig ist jetzt fertig. Ihr müsst schauen, das muss ein schöner, elastischer Teig sein. Es kommt immer auf die Größe des Eis an. Deshalb, wenn der Teig zu trocken ist, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen kaltes Wasser hinzu. Sollte der Teig zu fest sein, einfach noch etwas Mehl hinzugeben und somit kann man das dann ausgleichen. Also wirklich, der muss richtig schön elastisch sein. Ne? So, dann teilen wir hier erstmal die Hälfte ab. Und zu der zweiten Hälfte gebe ich jetzt den Vanillezucker, das gesiebte Kakaopulver, Sahne und verrühre das auch wieder. Auch hier knete ich jetzt wieder mit der Hand nach. Nur benutze ich jetzt hier so einen Lebensmittelhandschuh, weil der Kakao sich sonst wirklich in jede Hautfalte unter die Fingernägel setzt und das bekommt man ganz, ganz schlecht wieder ab. Deshalb nutze ich dann eben für den Teig mit dem Kakao jetzt so einen Lebensmittelhandschuh und knete auch hier raus dann eben schnell einen Mürbeteig zusammen. So, auch der Teig mit dem Kakaoanteil ist fertig. Auch hier haben wir diesen schönen elastischen Teig. Und jetzt gebe ich beide Hälften erstmal für 10 Minuten ungefähr in den Kühlschrank. Das Backblech habe ich mir jetzt schon vorbereitet, indem ich da ein Backpapier aufgelegt habe. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt bereiten wir die Kekse vor. Dazu nehme ich eben mit einem Kaffeelöffelchen, immer eine Menge vom hellen und vom dunklen Teig ab. Vermixe das einfach, indem ich das zu einer Kugel rolle. Lege das Ganze auf ein Backblech, drücke das etwas platt und verarbeite so den Teig. Und das geben dann ganz individuelle Kekse. Jeder Keks sieht anders aus. Ich finde sowas sehr schön, als wenn halt eben alles immer gleich groß ist und gleich ausschaut. Könnt ihr natürlich festlegen, wie groß ihr die Kekse haben möchtet.
Mal mit ein bisschen Abstand aufs Backblech legen. Und so verarbeite ich jetzt den Teig. Das erste Blech ist jetzt schon voll mit Keksen. Da habe ich 25 Kekse, 5 mal 5 in jeder Reihe. Und dann schiebe ich die jetzt in den Backofen. Ich habe zum Glück ein zweites Backblech, sodass ich dann während diese Kekse backen schon das nächste Backblech vorbereiten kann. Die ersten Kekse sind fertig. Das Blech war für 20 Minuten im Backofen. Da müsst ihr wirklich schauen, jeder Backofen backt anders. Ihr müsst die Kekse einfach gut im Auge behalten. Das zweite Blech habe ich jetzt reingeschoben und in der Regel geht das zweite Blech schneller, weil der Backofen dann ja wirklich schon sehr gut vorgeheizt ist. Also wirklich nach 10 Minuten immer öfters mal schauen durch das Glas, am besten nicht öffnen die Tür, aber einfach mal reinschauen, wie sehen die Kekse aus, weil ich mag das gerne, wenn die jetzt so leicht gebräunt sind, so finde ich sie halt eben ideal, ne? Und jetzt gebe ich sie halt eben hier auf so ein Kuchengitter, damit die halt eben vollständig auskühlen können. Weil später sollen die ja noch mit Schokolade verziert werden. Das zweite Blechkekse ist jetzt auch fertig gebacken und jetzt müssen die Kekse komplett auskühlen. Ich habe die Kuvertüre in eine hitzebeständige Tasse umgefüllt und habe diese in den ausgeschalteten Backofen gestellt und da kann nämlich die Restwärme jetzt genutzt werden, damit die Kuvertüre schmelzen kann. Die Kekse sind ausgekühlt, die Kuvertüre ist geschmolzen und jetzt tunke ich die Kekse einfach zur Hälfte in die Kuvertüre, streiche dann da mit einem Silikonpinsel einfach die überschüssige Kuvertüre etwas ab und lege das Ganze auf eine Alufolie. Und so werde ich jetzt alle Kekse mit der Kuvertüre verzieren. Ich habe jetzt alle Kekse mit der Kuvertüre verziert. Jetzt muss die Kuvertüre nur aushärten und dann sind die Kekse auch schon fertig. Die Kuvertüre von dem Schwarz-Weiß-Gebäck ist jetzt vollkommen erkaltet und die Kekse sind fertig. Die kann man auch wunderbar verschenken in einer durchsichtigen, hübschen Tüte oder in einem schönen Glas mit einem hübschen Schraubverschluss. Eignen sich immer wunderbar als Geschenk. Da freut sich jeder drüber. Guten Appetit! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal.